Weiter geht's, beziehungsweise und weiter geht's mit einer neuen Folge von City Sky. Nein, im Cyberpunk, genau, Cyberpunk 2077, wo wir versuchen, die Leute hier einzeln auszuschalten, ohne dass sie uns sehen. Damit wir nicht erschossen werden, weil wir auch nur halbe Gesundheit haben hier. Ist auch ungünstig. Oh, das hat ja gut geklappt. Ich glaube, die haben mich tatsächlich nicht gesehen. Sehr gut. Alles einsammeln, weil es ein Rollenspiel. Jetzt könnte ich den hier einfach reinwerfen, aber das zählt nicht als versteckt, glaube ich. Ich packe den hinten in meinen Kofferraum. Okay. Das ist das Ende. Okay. Ich meine, das war zwar nicht so mit reinschleichen, aber immerhin einen haben wir weggekriegt, ohne dass uns alle sehen. Ist ja auch schon mal was. Ja. Schicke Jacke. Okay.
Okay, das sieht echt lecker aus, das Wasser. Oh, wow. Zwei verfügbare Vorteilspunkte und ein Dingenspunkt hier. Mhm. Technische Fähigkeit ist ausgereizt. Da könnte ich noch Level machen. Nehmen wir mal technische Fähigkeit und dann gehen wir mal hier in Handfeuerwaffen, weil da kriegen wir eindeutig zu wenig Schaden. Erhöht die kritische Trefferchance mit Pistolen und Revolvern. Erhöht den Schadensmultiplikator. Kopfschüsse für Pistolen und Revolver um 10%. Das klingt gut. Machen wir das mal dahin. So. Das brauchen wir nämlich beim Anschleichen. Klasse. Jetzt ist hier oben. Ah, hier. Wenn wir hier raufkommen würden, wäre hier oben. Ja, vergiss es, da komme ich jetzt so nicht rauf. Okay. Gucken wir mal, wo der nächste Ort ist, wo wir was machen können. Hier ist die Gefahr hoch, hier ist die Gefahr hoch. Gehen wir mal hier hin, gucken, was das ist. Oh, da sind die ganzen Waffen. Die habe ich schon vermisst von den Leuten. Die sind alle weit geflogen scheinbar. Schauen wir mal, ob wir hier ein bisschen was Itemherstellung machen können. Okay. 67 für die Sniper. Mhm. So, gucken wir mal. Hier haben wir einen schicken Hut. Klassische Schieberkappe aus festem Leder. Und wir haben neue Hosen. Hoffentlich ist das irgendwas Gutes. Hier eine 13er. Für die wir aber noch zwei Level brauchen. Okay, verringert die Ausdauerkosten bei Nahkampf. Das klingt gar nicht schlecht. Hier ein neues T-Shirt. 12,5 statt 10,7. Okay, klingt auch gut. Und eine neue Jacke, die wir... Jede Menge neue Jacken, die wir alle nicht tragen können, weil wir noch nicht genug Level haben. Interessant. Gut. Mit dem Schwanz im Spitzer. Ja, genau. Wollte nur kurz Bescheid sagen, dass ich dir das Geld... Ich muss los. Oh, wow. Wo genau das jetzt herkommt, dass die mich da jetzt angreifen, keine Ahnung. Also, wo waren wir? Ja, genau. Wollte nur kurz Bescheid sagen, dass ich dir das Geld überwiesen habe. Danke. Nein, ich danke dir. Ohne dich wäre ich jetzt... Kein Problem. Los, schnapp sie dir, Tiger. Hier wollte ich eigentlich gar nicht hin, oder? Hier wollte ich hin. Aber wir können ja erstmal versuchen, hier das hier zu regeln. Oh!
sie. Okay, die stehen alle da. Schleichen uns mal hinten rum, dann rechnen die nicht mit uns, aber hinten rum geht's gar nicht rum, scheinbar. Damit kommst du nicht davon! Nein! Zurück in Formation! Ah, gemein. Naja, vielleicht sollte ich mir immer nicht immer zu viel abbeißen zum Kauen. Das wäre vielleicht eine gute Idee. Okay, also die hier. Aber da, wie gesagt, ich wollte da gar nicht hin. Ich wollte hier diesen Auftrag machen. Dann machen wir die ganzen Rüpel-Missionen machen wir dann später. Oh, warte, hier ist ein Verkaufsautomat. Können wir ein paar von den teuren Sachen... Oh, das sind nur zwei. Können wir ein paar von den teuren Sachen verkaufen hier. So. 45, so teuer sind die auch nicht, sehe ich gerade. So, und hier... Bisschen Kleidung noch. Mantel verkaufen wir. Die Brille verkaufen wir. Das Ding verkaufen wir. Und dann die ganzen Getränke verkaufen wir. So. ...93 und ich brauche dafür Level 5. Okay, das ist doch schon mal eine Waffe, auf die man hoffen kann hier. 75 ist nicht schlecht. Okay, was ist das? Verringert die Nachladezeit um 5%. Okay, auch nicht schlecht. Das könnten wir hier reintun zum Beispiel, oder? Nee, können wir nicht. Hier können wir nichts reintun. Schade. Was ist besser hier? 0,3 Sekunden, 2,9. 2 Sekunden Zeit fürs Zielen. 3,6. Also hier ist die Reichweite besser. Okay. Haben wir noch Kleidung, die wir kaputt machen können? Theoretisch haben wir die. Okay, praktisch nicht. Was wir machen könnten, warte mal, erstmal die beiden hier sind alleine. Oh, du bist so am Arsch! Der macht uns alle fertig!
Komm doch, wenn du so hart bist! Oh, es sind drei. Interessant. Aber haben wir hingekriegt und wir kriegen sogar ein Stealth-Level. Interessant. Für was auch immer. Das kam mir jetzt nicht besonders verborgen vor, was ich hier gemacht habe. So. Interessant, interessant. Ja, Tatsache. Okay, vielleicht klappt das dann mit dem Schleichen besser in Zukunft. Maelstrom-Initiation klauen. Im Anhang erfährst du mehr. Okay, schalten wir mal die Kamera aus hier. So soll das nämlich sein. Super. Hätte alles so schön laufen können hier. Okay. Anfang war gut, dann haben die mich aber gesehen durch diesen komischen Maschendrahtzaun, wie auch immer das funktioniert. Aber da schauen wir mal, wie wir das vielleicht anders lösen können. Was war das? Okay. Ich werde mal gucken, ob ich hier die ganzen wertvollen... So, warte mal. Muss ich das jetzt alles nochmal machen hier? Scheinbar schon. Okay, Rucksack... Und hier haben wir Kleidung. Was können wir kaputt machen davon? Das hier. Und das hier. So, der Rest bleibt. Und dann machen wir mal aus dem Zeug. Die hier sind immer noch für 95. Das teuerste, was ich herstellen kann. Was geben die hier? 29. Das lohnt sich nicht wirklich, da welche herzustellen. Warte mal. 43 ist okay, oder? 43 ist ziemlich okay.
So. Damit wir auch schon wieder ein Level hätten. So, und die verkaufen wir jetzt alle. Oh nein, das wollen wir nicht verkaufen, das ist ja... So, und dann speichern wir kurz ab, bevor wir das, den Auftrag annehmen da. Damit wir nicht das alles nochmal machen müssen. Und nochmal, und nochmal, und nochmal, und nochmal, und nochmal. Oh, ich fahre jetzt wieder zur Haupthandlung, aber vielleicht ist das gar keine schlechte Idee, weil irgendwie scheine ich nicht so ganz ausgerüstet zu sein, was für das, was hier passiert. Aber vielleicht habe ich mich auch komplett verlevelt, vielleicht liegt es daran. Bisher habe ich immer auf Technik und auf Hacking gesetzt und das habe ich jetzt hier überhaupt gar nicht gemacht. Vielleicht ist das Teil des Problems. Okay, ja, das geht nicht so nonchalant. Okay. Wie gesagt, fahren wir zur Haupthandlung und gucken, ob wir ein bisschen Haupthandlung machen können. Wird vielleicht zum Zugucken jetzt auch langsam langweilig, wie ich ständig in irgendwelche Kämpfe auf der Straße laufe und immer gestorben werde hier. So, okay. Wie viel Geld haben wir? 12.000. Eigentlich brauchen wir mehr, aber das liegt auf der Straße hier. Also. Interessant. Lass mich nur kurz aufwischen. Dann besuchen wir Senor Vector. Gestern hast du was von einer Überraschung gesagt. Erinnere ich mich richtig oder war ich high? Wahrscheinlich beides. Vergisst ja dauernd alles. Tja, sieht so aus, als hätte ich einen hübschen Job für uns. Erzähl. Ich meine, vielleicht ist es auch nichts Großes. Aber das Ding kommt von einem gewissen... Die war doch gleich. Ah ja, Dexter Deschamps. Der Topfixer in der ganzen Scheißstadt. Der fettärschige Gangster-Messias vom Afterlife. 300 Pfund. Vergoldete Coolness. Wie hast du das angestellt? Deine Niere angeboten oder so? Soweit ich weiß, sind wir nicht gerade Dex-Typ. Wir beide nicht. Aber T-Bug, sie hat den Kontakt hergestellt. Ich wusste schon, als er mich sah, dass wir den Job haben. Ich meine, guck's dir an. Niemand kann diesem Kerl widerstehen, oder?
Sicher, Jack. Wenn du meinst. Dexter DeShawn. Was redet man so über ihn? Ich weiß, du weißt was. War die letzten 2 Jahre untergetaucht. Angeblich hat er sich eine kleine Auszeit genommen. 2 Jahre? Das klingt eher nach Exil als nach einer Auszeit. Was hat er da gemacht? Pizza in sich reingeschaufelt und zu Hardcore-Virtus die Mamba gewürgt. Wichtig ist nur, er ist zurück und braucht eine neue Crew. Uns. Okay, was ist das für ein Job? Kommen wir da auch lebend wieder raus? Unser Messias will dich persönlich sprechen. Unter 4 Augen. Keinen Stress, aber der Deal hängt jetzt nur an dir, Ese. Gut, sag ihm Bescheid. Ich höre mir an, was Dex zu sagen hat. Dex ist der Fixer vor dem Herrn. Versteh mich nicht falsch, ich hab nichts gegen Padre und Bakako. Aber Dex ist eine komplett andere Liga. Du weißt schon. Hör mir auf mit Fixern. Die angeln Kunden, suchen sich den billigsten Idioten für den Job und entsorgen dann seine Leiche. Scheiße, genau so ist es wie. Adam kümmert sich darum. Was? Nein. Mann, bin ich voll gefressen. Hab dein Auto dabei. War gestern in der Werkstatt, um die Beulen von unserer Begegnung mit den Scavs zu glätten. Danke, Jack. Weiß ich zu schätzen. Miguel hat mal wieder beste Arbeit geleistet. Die Karre ist wie neu. Wird sich noch zeigen. Fahren wir jetzt, oder was? Okay. Lass uns das Baby in Aktion sehen. Komm. Erster Halt. Ripper Doc. Hey, amigo, mach langsam, okay? Ich hab grad erst gegessen. Wollte sowieso bei Vic vorbeischauen. Hab ein Date mit Miss D. Was du nicht sagst. Und, oh, sie ist so süß. Versteht mich, weißt du? Parken wir mal mitten in der Sperrfläche hier. Ja, alles klar. Da wären wir. Komm. Komm zu mir, wenn Vic deine Schaltkreise entstammt hat. Dann sehen wir, was Dex für uns hat. Ihr erkennt sie an ihren kalten blauen Augen. Jetzt du. Ja, gut, dass er eine Kreaturin geboren. Hey, wie? Dr. Vector empfängt dich jetzt. Ich bleib so lange hier. Misty und ich haben uns viel zu erzählen. Du siehst fröhlich aus. Bin ich auch. Immer. Erleichterte Freundin von mir. Um die Katze streicheln? Ja. Malone vernachlässigt seine Deckung. Ah, Vicky, fit wie ein Turnschuh, alter Ripper. Schön, dich zu sehen. Auch schön, dich zu sehen, wie. Ist eine Weile her. Also, was führt dich zu mir? Letzter Job. Hab mich mit dem Neuro von der Kundin verlinkt und mir vielleicht was eingefangen. Migräne? Übelkeit? Überempfindlichkeit gegen Licht? Das ganze Paket. Okay, Kleiner. Wir kriegen das schon hin. Wie geht's sonst so? Hab einen neuen Fixer getroffen. Hat mir einen Job gegeben. Dexter DeShawn. Echte Größe aus dem Afterlife. Aus dir wird langsam was. Aber? Gibt's was, das du mir nicht erzählst, Vic? Sei vorsichtig. Sonst nichts. Hab einiges von Dex gehört. Ist wohl nicht so gechillt, wie er sich gern gibt. Ich brauch was Neues. Werkzeug, kein Spielkram.
Besseres Visier und festeren Griff. Wirklich? Jetzt? Endlich? Vic, jetzt wird's ernst. Hab einen Job von Dex LeSean, einen von der Oberliga. Ich brauch richtig gute Tech. Der Dexter LeSean. Tja, das ist schon was. Aber lass mich raten, bezahlt hat er noch nicht. Hör auf zu flennen, Vic. Ich bring dir die Eddies später. Mit Zinsen, du kennst mich. Ein letztes Mal, klar? Setz dich hin und entspann dich. Hiroshi Optik, das Beste, was ich habe. Und passend für das, was du suchst. Verlink dich. Du schaust dich um und wählst aus, ich scanne. Mal sehen, was da drin los ist. Okay, hier könnte ich mir Adrenalin-Booster stellt sofort 10% deiner Ausdauer wieder her, wenn du einen Gegner neutralisierst. Erhöht die Breach-Dauer und das Breach des Breach-Protokolls um 100%. Fällt deine Gesundheit auf 15%, wird ein Elektroschock freigesetzt, der Schaden in Höhe von 20% der maximalen Gesundheit deines Gegners verursacht. Nervensystem ermöglicht das Zielen und Schießen beim Ausweichen, verlangsamt die Zeit beim Blocken, Zielen und Angreifen während eines Ausweichmanövers um 1,5 Sekunden lang. Und hier unten erhöht die Panzerung um 20. Ich glaube, da krieg woanders was Besseres schon. Hier Hände. Ballistischer Co-Prozessor. Bestätigen. Skelett, was haben wir da? Wird die Tragekapazität. Ja, für 1000 nehmen wir das mit. Gibt es hier einen besseren? Ja, gibt's, aber kann ich mir nicht leisten. Okay. Arme, kann ich mir nicht leisten. Beine, kann ich mir nicht leisten. Okay, dann soll's das mal gewesen sein, würde ich sagen. Mark One, wie gesagt, ein guter Scanner. Zeig Daten auf deiner Netzhaut an. Das Sahnehäubchen ist der eingebaute Linsendisruptor. Einfach gesagt, Überwachungskameras nehmen dein Gesicht nur verschwommen wahr. Aber denk dran, dein Körper ist trotzdem zu sehen. Das sollte gehen. Reagiert auch auf Kiroshi-Tag. Bin bereit. Leg los. Perfekt. Dann los. Leg deinen Oberliga-Arm dort ab. Genau so. Danke. Jetzt noch ein Anästhetikum, dann wird geschnitten. Spürst du was? Live-Kommentar? Ernsthaft, Doc? Klingst wie ein Zahnarzt. Wir können auch nicht das Maul halten. Sei lieber nett. Denk dran, ich bin alt und meine Hände zittern. Könnte abrutschen. Ich schalte kurz das Licht aus, okay? Okay. Okay, testen wir's. Jetzt wird's magisch. Ich verlinke dich.
Anfangs könnte dir unwohl sein. Verschwommene Sicht, wenig Kontrast, Glitches. Also, wie sieht's aus? Fühlt sich alles gut an? Wow, das ist fantastisch, Vic. Sehr schön. Zeit für den Scanner. Du brauchst vielleicht eine Gewöhnungsphase, aber beim ersten Mal tut's halt weh. Der Scanner sollte sich irgendwann mit deinen Gedanken synchronisieren und deine Absichten auslesen. Dann habe ich noch einen NCPD-Datenscanner eingebaut, damit du, wenn du auf irgendwelche Schurken triffst, weißt, was sie getan haben. Das sollte wunderbar klappen. Jetzt zieh deine Waffe. Du solltest deine Munition und ein brandneues Visier sehen. Scheiße, Victor, nicht schlecht. Ich bin sprachlos. Nimm das hier und denk an die Dosierung. Zwei Züge jetzt und weitere zwei in einer Stunde. Was ist das für ein Zeug? Ein mildes Stim. Verbessert Neuroübertragungen und unterdrückt Nebenwirkungen, bis das Implantat voll funktioniert. Danke nochmal, Vic. Du bist der Beste. Ich schulde dir was. Dann los, Kleiner. Zeig ihnen, was du kannst. Und wenn du ganz oben bist, vergiss nicht, woher du kommst. No, wow, okay. Gut, dann würde ich mal sagen, das reicht dann auch schon wieder für heute. Dann weiter beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen.